Der wirtschaftliche Schaden aus der Eindämmung der Corona-Pandemie ist immens. Die Staatsverschuldung steigt. Man stellt sich die Frage, wie soll dieser erhöhte Schuldenstand abgebaut werden? Und dementsprechend geistert momentan das Thema Vermögensabgabe durch die Lande. Es wird viel diskutiert, es wird viel interpretiert. Vor allem wird, wie in diesen Tagen üblich, auch nicht alles in einen objektiven Rahmen eingeordnet. Und dementsprechend möchten wir uns die wichtigsten Themen hier jetzt anschauen und vor allem auch mögliche Strategien betrachten und diese so einordnen, dass sie nicht nur im Kontext einer Vermögensabgabe für Sie nützlich sind, sondern auch im Rahmen der allgemeinen Vermögensstrukturgestaltung. Wir blicken zunächst auf die Rahmenbedingungen, hier mal die Einordnung, die Definition der Vermögensabgabe. Sie können das relativ einfach finden, wenn Sie bei Google oder bei einer anderen Suchmaschine Corona Vermögensabgabe Bundestag eingeben, dann finden Sie das relativ schnell. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass wir bei der Vermögensabgabe ausdrücklich von einer Steuer reden. So ist das zumindest hier entsprechend definiert. Und ich glaube, das an dieser Stelle auch nochmal wichtig. Man hat eine starke Trennung eben zwischen der Vermögensabgabe und zwischen der Vermögenssteuer. Auch das vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Und vor allem bei der Abgrenzung zwischen diesen beiden Themen wichtig, dass die Vermögensabgabe, die muss eben einmalig sein. Und das vielleicht auch ein wichtiges Thema, dass man nicht sagen würde, Sie müssen 10% auf eine mögliche Bemessungsgrundlage Ihrer Vermögenshöhe sofort und morgen zahlen, sondern vielleicht muss man sagen, 10% ist die Größenordnung und die ist dann beispielsweise in 20 gleichen Jahresraten an 0,5% zu erbringen. Dann sieht man hier noch, dass im Grundgesetz unterschieden wird zwischen einmaligen Vermögensabgaben und Abgaben, wo es um die Durchführung eines Lastenausgleichs geht. Und bei diesen Ausgleichsabgaben, da geht es insbesondere und speziell um das Thema Kriegslasten. Das haben wir natürlich aktuell nicht, auch wenn der ein oder andere Politiker diese Analogie gerne nutzt. Und dementsprechend sind diese einmaligen Vermögensabgaben nicht auf einen konkreten Finanzierungszweck beschränkt. Soweit das Thema. Ich glaube, das Papier kann man mal lesen. Es sind nur ein paar Seiten, aber das soweit mal zur rechtlichen Einordnung. Jetzt gibt es viele, die sagen, soll ich jetzt schnell mein Geld in die Schweiz überweisen, soll ich eine Immobilie kaufen, soll diese mit 100% Darlehen beleihen. Also da wird momentan wirklich sehr viel, ich sag's mal, Halbgares kolportiert. Die üblichen Vertriebsthemen kommen jetzt wieder raus, gründen Sie doch entsprechende Gesellschaft im Ausland oder schließen Sie eine liechtensteinische Versicherung ab, dann können Sie das alles umgehen. Das ist natürlich nicht anzuraten, sondern man sollte hier entsprechend, genau wie bei anderen vermögensbezogenen Fragestellungen, zuerst seine Hausaufgaben machen und sich dann mit möglichen Maßnahmen beschäftigen. Da wir uns bei dem Thema Vermögensabgabe grundsätzlich damit konfrontiert sehen, dass unser Vermögen entsprechend reduziert wird, hier konkret eben durch den Staat in Form einer Steuer, macht es natürlich Sinn zu schauen, welche Themen haben wir denn grundsätzlich, wenn es darum geht, Vermögen zu schützen, Vermögen in seiner Substanz vor einer Substanzbesteuerung zu bewahren. Und da sind wir natürlich beim Thema Vermögensnachfolgeplanung, bei den Überlegungen, wie kann man Familienvermögen übergreifend strukturieren, indem man Ehepartner und Kinder einbezieht. Und nur mal, damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, welche Themen man berücksichtigen könnte in einem schematischen Prozess, hier die folgende Grafik. Wir beginnen zunächst natürlich mal damit, die individuelle Situation zu betrachten. Man muss die eigene Situation verstehen und Sie sehen schon hier, wir berühren ja verschiedene Bereiche aus familienrechtlichen, erbrechtlichen, steuerlichen und gegebenenfalls auch gesellschaftsrechtlichen Themen. Dementsprechend muss diese Situation vernünftig aufgenommen werden und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, was sind eigentlich meine spezifischen Wünsche und wie ist auch entsprechend hier das wirtschaftspolitische und das allgemein politische Umfeld. Danach relativ viel Handwerk, es gilt eine Vermögensbilanz zu erstellen, es gilt in Planungsthemen zu denken, um dann letztendlich zu schauen, wenn wir etwas realisieren möchten, dann hat das natürlich Konsequenzen. Ein simples Beispiel wäre ja beispielsweise, Sie verfügen über ein Vermögen in Höhe von 5 Millionen Euro und der Gesetzgeber sagt, okay, eine Vermögensabgabe würde fällig werden auf Vermögenswerte, die über 3 Millionen Euro hinausgehen. Nehmen wir das mal als sehr fiktiv gewähltes Beispiel. Jetzt haben Sie noch einen Ehepartner und Sie haben noch zwei Kinder, dann könnte ja eine Überlegung sein, dass Sie entsprechend Vermögen an den Ehepartner übertragen. Im Rahmen der Freibeträge, die sind bei 500.000 Euro. Zusätzlich gibt es noch über das Vehikel der Güterstandsschaukel die Möglichkeit, den Zugewinnausgleichs
Anspruch hier steuerfrei zu realisieren unter gewissen Konstellationen. Die Kinder haben einen Freibetrag von 400.000 Euro und so sehen Sie schon, können Sie eigentlich diese Vermögensgröße von 5 Millionen, bei der ja 2 Millionen oberhalb dieser 3 Millionen Grenze liegen, so reduzieren, dass Sie das Vermögen auf die verschiedenen Köpfe in der Familie verteilen, dass eben die Vermögensabgabe nicht anfällt, weil eben jede dieser natürlichen Personen eben ein Vermögen hat, was unterhalb dieser Größenordnung von 3 Millionen liegt. Jetzt haben Sie die ganz normalen Probleme, wie Sie die bei jeder Schenkung haben. Was passiert, wenn Sie Ihrem Kind Geld schenken, Ihr Kind heiratet und das Kind verstirbt vor dem Ehepartner und es gibt keine Kinder? Dann fällt das Vermögen, das Sie dem Kind übertragen haben, um die Vermögensabgabe zu ergehen, fällt zu gewissen Teilen wiederum an den Ehepartner. Das wollen Sie vielleicht nicht. Auf der anderen Seite ist es Ihnen wichtig, dass Sie noch einen gewissen Daumen auf das Vermögen haben. Das heißt, Sie möchten zwar übertragen, aber Sie möchten noch gewisse Entscheidungsbefugnisse sich vorbehalten. Oder Sie möchten vielleicht Vermögen übertragen, aber Sie möchten an den Erträgen partizipieren. Dann sind wir beim sogenannten Vorbehaltsnießbrauch. Und dementsprechend ist es wichtig, sich in dieser Konstellation, in dieser Situation, die wir momentan sehen, die einmalig ist, grundsätzlich darauf zu berufen, was sind die wesentlichen Strukturierungsmöglichkeiten, die wir aus verwandten Fragestellungen kennen, Stichwort Asset Protection, Stichwort Estate Planning, um daraus zu übertragen, was wir für die jetzige Situation nutzen können. Und das, glaube ich, der vernünftigste Ansatz. Und da sehen Sie auch schon sehr stark, das ist nichts, was Sie jetzt auf Basis eines Videos, eines Zeitungsartikels oder einer Laune heraus tun sollten, sondern das sind wesentliche, essentielle Fragestellung der langfristigen Vermögensstrukturierung, und das können Sie nicht einfach über das Knie brechen, vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass wir momentan noch gar nicht absehen können, was hier überhaupt genau passiert. Gibt es eine Vermögensabgabe? Wenn ja, wie kommt sie? Also da ist noch sehr viel Stochern im Nebel und momentan nichts wirklich Greifbares. Von daher nehmen Sie diese aktuelle Diskussion um die Vermögensabgabe als Thema, um sich mit der Vermögensstrukturierung zu beschäftigen. Das heißt, als Anlass, dieses Thema mal anzugehen, ähnlich wie auch die Null- und Niedrigzinsphase ja nicht der Grund dafür sein sollte, blind in Aktien, Immobilien und Gold zu investieren, sondern seine Finanzplanung anzugehen, die Vermögensstruktur zu analysieren und eine Anlagestrategie auszuwählen, die Sie für die nächsten Jahre solide befolgen können. Und das sollte, glaube ich, auch in diesem Szenario die aktuell vernünftige Vorgehensweise sein. Auf was kann man noch achten? Es gibt die Finanzplanung, es gibt Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung, die gelten entsprechend für Finanzplaner, die sich diesem Thema in Anführungsstrichen unterwerfen. Aber auch für Sie als normaler Anleger sind da nochmal gute Analogien drin. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Vollständig sollte es natürlich sein. Also auch Sie müssen Ihre Ausgangssituation vollständig erfassen. Wir müssen die verstehen. Ja? Wir müssen alle Vermögensgegenstände, alle Verbindlichkeiten entsprechend erfassen. Das ist für viele private Haushalte mit einer gewissen Vermögensstruktur schon schwierig, überhaupt mal eine Privatbilanz zu erstellen. Sie müssen das entsprechend vernetzen, weil vielleicht Varianten, die dazu geeignet sind, eine mögliche Erbschaft- und Schenkungssteuer, die ja ähnlich wie eine Vermögensabgabe auch eine Substanzbesteuerung darstellt, wo Sie dort vielleicht etwas vermeiden, haben Sie vielleicht auf der anderen Seite langfristige Nachteile bei der Gestaltung Ihrer Liquidität, was Ihren eigenen Lebensabend betrifft. Individuell muss das Ganze sein. Es können keine Standardinstrumente sein, die Sie in einer Zeitung lesen, sondern Sie müssen verstehen, was macht für Sie Sinn, welche Instrumente haben welche Vor- und Nachteile, um dann hier entsprechend agieren zu können. Das Ganze muss richtig sein. Also man muss natürlich auch richtig rechnen. Wie ist der Stand der Gesetzgebung? Was ist eigentlich bei der Steuer zu berücksichtigen? Also auch das wesentliche Punkte. Und man muss natürlich selbst verstehen, was man tut. Und das andere, das sind eher Themen hier entsprechend für den Berater. Also Sie sehen schon das Thema, dass fremde Dritte auf Ihr Vermögen zugreifen möchten. Das ist nicht neu. Wir haben das Thema schon immer. Wenn Sie verheiratet sind und Sie lassen sich scheiden, dann greift Ihr Ehepartner zu. Das will man dann in dem Maße vielleicht nicht unbedingt. Deswegen sagt man ja, es macht vielleicht Sinn, Eheverträge zu schließen. Wenn Sie versterben, dann gibt es eben eine gesetzliche Erbfolge. Die können Sie abändern durch Testament oder auch entsprechend durch Erbverträge und Ähnliches. Wenn Sie Vermögen übertragen wollen, bei Schenkungen, denken Sie immer dran, Schenkungsverträge sind ein wichtiges Thema. Da muss man drin regeln, was man eben haben möchte. Und all das hat zum einen zivilrechtliche Konsequenzen, das hat steuerrechtliche Konsequenzen und das zeigt auch, warum ein
komplex wie dieses Thema Vermögensabgabe, wo sie ja massiv in ihre Vermögensstruktur eingreifen, um einen einzelnen Punkt, diese theoretische Vermögensabgabe zu reduzieren oder zu vermeiden, dass das eben wirklich etwas ist, was typischerweise am Ende einer Vermögensstruktur Beratung und Vermögensstrukturüberlegung stehen sollte. Mit was können Sie heute beginnen? Was hilft Ihnen heute etwas, unabhängig davon, ob eine Vermögensabgabe kommt oder nicht? Zunächst einmal erstellen Sie eine Bilanz. Betrachten Sie, welche Vermögenswerte haben Sie? Was haben Sie auf der Aktiva? Was ist da an Immobilien? Was haben Sie an Versicherungsguthaben? Was haben Sie an Geld- und Wertpapieren? Also sprich, was liegt auf Konten? Was liegt in Wertpapierdepots? Was liegt an physischen Edelmetallen da? Gibt es vielleicht noch unternehmerische Beteiligung oder das eigene Vermögen? Und wie ist das Ganze hier entsprechend eben auch finanziert? Das gibt schon mal einen sehr guten Überblick. Und diese Vermögensbilanz, die hat keinen Selbstzweck, sondern Sie können dann vielleicht sehen, okay, meine Vermögensstruktur in diesem Beispiel, ich habe hier meine eigengenutzte Ferienwohnung in München, dieses 400.000, die würde vielleicht bei einer Vermögensabgabe gar keine Rolle spielen, dann bleiben noch 700.000 Vermögen übrig. Naja, Vermögensabgabe wird nicht Eheleute treffen mit einem Gesamtvermögen von 700.000 Euro, also haben Sie wahrscheinlich andere Themen, über die Sie sich eher Gedanken machen sollten, als eben das abstrakte Thema Vermögensabgabe. Aber wenn Sie diese Daten mal haben, am besten in elektronischer Form, dann können Sie natürlich Ihre Vermögenswerte auch auswerten. Hier mal dargestellt nach Vermögensklassen, also sich anzuschauen, wo bin ich denn Eigentümer, beispielsweise weil ich Sachwerte halte, durch Aktien, durch Edelmetalle, durch Immobilien. Wo bin ich Gläubiger, weil ich eben Geldwerte halte in Form von Bankguthaben oder Forderungen gegen Versicherung. Und diese ganzen Fragen, bei denen es darum geht, kommt die Inflation oder haben wir ein disinflationäres Umfeld, das können Sie natürlich dann beantworten, wenn Sie wissen, wie es eigentlich Ihr Vermögen verteilt. Und Sie sehen hier schon 66% Immobilien, das ist im Wesentlichen die eigengenutzte Immobilie plus die kleine Ferienimmobilie. Da werden Sie nicht groß einen Inflationsschutz haben. Warum? Sie können die Immobilie ja nicht in Einzelteilen verkaufen, um die Inflation an der Supermarktkasse zu reduzieren. Also haben wir im Endeffekt die Aktien mit 9% und das auch wieder ein schönes Thema. Es wird viel darüber diskutiert, ob Aktien zu teuer sind, ob sie zu günstig sind, ob die KGVs angemessen sind oder nicht im Niedrigzinsumfeld. Die Frage muss ja sein, wenn Aktien eine Ertragserwartung von x Prozent nach vorne haben, ist die Größenordnung an Aktien in meiner Vermögensstruktur hoch genug, damit ich meine finanziellen Ziele erreiche. Also dieser Abgleich, ob Ihre Vermögensstruktur in seiner Zusammensetzung so strukturiert ist, dass Sie überhaupt mathematisch Ihre finanziellen Ziele erreichen, ob Sie einen gewünschten Inflationsschutz erreichen können, ob Sie unter einer möglichen dauerhaften Schwäche des Euros, unter einem möglichen abgewickelten Eurosystem leiden würden und wenn ja, wie stark? All das können Sie nur beantworten, wenn Sie Ihre Vermögensstruktur analysieren. Basis ist die Bilanz und damit entsprechenden Auswertungen. Wenn es dann darum geht, entsprechend hier auch Vermögen beispielsweise zu übertragen, weil Sie sagen, okay, ich wollte meinen Kindern ohnehin schon immer in den letzten Wochen, Monaten mal 1 Million Euro schenken, weil meine Vermögensstruktur gibt es her. Ich habe 3 Kinder, jeder soll im Endeffekt hier 1/3 dieser Million bekommen, das ist im Rahmen der Freibeträge. Dann müssen Sie das Ganze auch mit entsprechenden Schenkungsstrategien flankieren und dann stellt sich auch die Frage, wenn Sie Geld übertragen, dann verändert sich Ihre Vermögensstruktur. Also sprich, wie sieht Ihre Vermögensstruktur unter den 3 wesentlichen Determinanten aus? Und diese 3 Determinanten, die sind Risiko, Risiko gemessen in Schwankungsbreite, ist nur eine Risikokennzahl, aber an dieser Stelle möchten wir die verwenden, in Sachen Renditeerwartung und in Sachen Verfügbarkeit. Und hier sehen wir beispielsweise bei dieser Vermögensstruktur, dass ein Großteil gar nicht verfügbar ist. Warum? Das sind in diesem Beispiel die selbstgenutzte Immobilie und die Ferienimmobilie. Wenn Sie also in Ihrer Vermögensstruktur was ändern, wenn Sie Gelder übertragen auf Ehepartner, auf Kinder, vor diesem Hintergrund der Vermögensabgabeangst, dann müssen Sie sich am besten vorher klar machen, wenn Sie das tun, wie verändert sich Ihre Vermögensstruktur, wie verändern sich Ihre Kennzahlen, dargestellt, wie wir es hier haben. Und das sollte man natürlich nicht tun, nachdem man etwas getan hat, sondern im Rahmen einer Planung zuerst die Vermögensbilanz erstellen, dann die Vermögensstruktur nach Vermögensklassen analysieren, dann die Vermögensstruktur unterhalb oder anhand dieser 3 Kennzahlen betrachten und dann schauen, wenn Sie etwas tun, sind die Kennzahlen dann so, wie ich mir das Ganze vorstelle. Also im Weg einer Planungsrechnung. Und das Ganze
Ich habe es schon mehrfach angesprochen. Natürlich, sie haben rechtliche Auswirkungen, sie haben steuerliche Auswirkungen, sie haben wirtschaftliche Auswirkungen, sie haben gegebenenfalls auch nochmal Auswirkungen und Konsequenzen bezüglich der Anlagestrategie und deren Ausgestaltung. Von daher müssen natürlich auch die Lösungsansätze so sein, dass Steuerberatung, Rechtsberatung und wirtschaftliche vermögensbezogene Fragestellungen einheitlich betrachtet werden. So muss an dieser Stelle letztendlich hier das Thema angegangen werden. Von daher darf ich Ihnen an dieser Stelle nur wünschen, machen Sie sich nicht zu sehr verrückt. Fokussieren Sie sich auf die Themen, die Sie selbst kontrollieren können. Die meisten von Ihnen werden nicht unter einer Vermögensabgabe leiden, sondern die Schäden, die Sie an anderer Stelle haben, die sind viel größer, aber viel schleichender. Nehmen wir das Thema Inflation. Wenn Sie über 10 Jahre eine Inflation von 2% haben, dann haben Sie einen entsprechenden Kaufkraftverlust. Wenn Sie keine gute Anlagestrategie haben und immer prozyklisch agieren und eigentlich auf Basis Ihrer Risikotragfähigkeit und Ihrer Risikobereitschaft in den letzten 10 Jahren eine Rendite von 6, 7, 8, 9% hätten verdienen können, aber nur 2% verdient haben, weil sie einfach ihre Strategie nicht sauber geplant und umgesetzt haben, dann ist das ein Schaden von 6, 7% pro Jahr. Wenn Sie Vermögensübertragungen im Familienkontext haben und Erbschaft und Schenkungssteuer auslösen, was bei vernünftiger Planung und langfristiger Strukturierung nicht notwendig gewesen wäre, dann wird dieser Vermögensschaden auch größer sein als das, was wir momentan bei der Vermögensabgabe vielleicht sehen. Von daher darf ich Sie dazu aufrufen, sich nicht verrückt zu machen, sich mit den wesentlichen und langfristigen Themen der Vermögensstrukturierung auseinanderzusetzen. Der Hype um die Corona-Vermögensabgabe ist ein guter Denkanstoß, aber mit Sicherheit kein guter Ratgeber, um kurzfristig irgendwas hier übers Knie zu brechen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.